Zusammen. Mein Name ist Viktoria Dietz und ich bin Produktmanagerin für Landwirtschaftstraktoren bei der Kubota Deutschland GmbH. Neben mir sitzt mein lieber Kollege Christian Wilk. Er ist Produktmanager für unsere Grünlandgeräte. Wir sind hier heute auf Tour unterwegs, auf unserer Traktour. An 14 Standorten in Deutschland besuchen wir euch. Und heute geben wir euch einen kurzen Einblick in unser Produktprogramm. So Christian, starten wir mit dem M7 und der MEWEX-Kombination. Auf geht's! Auf unserer diesjährigen Traktour haben wir den Fokus auf die Grünlandarbeit gelegt. Hierzu schauen wir uns jetzt als erstes mal unseren M7 und unsere MEWEX-Kombination an. Dazu schauen wir mal, was Nikolas uns zum M7 alles erzählen kann. Hallo Nikolas. Hallo Viktoria. Ja, der M7, nun in seiner dritten Generation. Der M7, ein Schlepper für den europäischen Markt gemacht, in Europa gefertigt. Hauptmerkmal dieser Maschine ist halt einfach kompakte Bauweise, extrem massive Vorderachse, 6,1 Liter Kubota-Motor, japanische Qualität, Langhuber, und der kann halt einfach mit seinem extrem breiten Drehzahlband auch hier, wie in diesem Einsatz an den Mähwerken, zeigen, was in ihm steckt. Wir fahren hier mit der Eco-Zapfwelle, können also mit wenig Drehzahl fahren, und am Vorgewende spielen wir hier Qualitäten aus, die er jetzt in seiner dritten Generation drin hat, der M7, nämlich die Multispeed-Lenkung, kann ich in 3 Stufen einstellen und somit mit wenig Bewegung am Lenkrad maximalen Lenkeinschlag hinlegen. Das hört sich alles schon ziemlich gut an. Und ich habe gesehen, wir haben auch ein Spurführungssystem dabei. Absolut. Kannst du jetzt noch kurz sagen, wo wir das im Grünland gut einsetzen können? Ja, wie jetzt zum Beispiel hier mit den Mähwerken. Prima Sache. Ich kann halt einfach einen A-Punkt setzen, einen B-Punkt setzen und ziehe halt bolzen gerade meine Linien hier hin. Und selbst auf diesem kleinen Demostück ist das natürlich eine praktische Sache. Selbstverständlich kann das Lenksystem halt auch die Flächen einmessen und auch erweiterte Funktionen aufweisen. Aber wie gesagt, einfach nur AB ziehen, wie wir hier in der Vorführung machen, absolut genial. Sehr praktisch, hoher Bedienkomfort. Voll gut. Und das kann sich hier während der Traktor auch jeder einmal anschauen. Selbstverständlich. Eben hast du kurz die Zapfwellengeschwindigkeiten angesprochen. Vielleicht kannst du hier noch kurz sagen, wo die Vorteile für die MEWEX-Kombi liegen. Ja, wie gerade schon angesprochen, der 6,1 Liter Motor mit seinem extrem breiten Drehzahlband in Verbindung mit 4 serienmäßigen Zapfwellengeschwindigkeiten bietet uns bei dieser sehr leichtzügigen Mähkombination die Möglichkeit, in der Eco-Zapfwelle fahren zu können und somit mit 1600 Umdrehungen sehr wenig Geräusche überhaupt produzieren. Das bedeutet hoher Fahrkomfort, und mit wenig Drehzahl bedeutet natürlich auch wenig Dieselverbrauch. Das ist immer gut. So, und jetzt würde ich sagen, ich schaue noch mal zu Christian, ob der mir noch was zum MEWEX erzählen kann. Wir sehen uns ja dann später noch mal. Tipptopp. Danke, Nikolas. So Christian, ein paar Fakten zum Traktor haben wir jetzt ja schon. Was kannst du uns denn zu deiner MEWEX-Kombination erzählen? Ja, zu der MEWEX-Kombination. Wir haben ja eine klassische MEWEX-Kombination DM4032S im Frontanbau mit 3,18 Meter Arbeitsbreite und ein DM3032 im Heck, auch 3,18 Meter Arbeitsbreite. Aber ich denke, wir sollten uns mal das Herzstück des MEWEX angucken und dann auch gleich auf die Besonderheiten eingehen, die Kubota im Bereich Scheibenmähwerke zu bieten hat. Ja, unbedingt. Hier das Herzstück des Mähwerkes oder aller Mähwerke von Kubota sind einfach die dreieckigen Mähscheiben und jeweils immer die gerade Anzahl von Mähscheiben, die wir haben. Wir haben entweder 4, 6, 8 oder 10 Mähscheiben, egal welche Arbeitsbreite wir haben, und immer gegenläufige Mähscheiben. Das heißt, wir kriegen immer einen absolut sauberen Schnitt unter allen Bedingungen. Besonders an diesem Mähwerk ist noch, das hat eine Schwattzusammenführung mit der innenliegenden Schnecke, die wir hier sehen. Wir können eine Schwattbreite ablegen von 1 Meter, 1,15 Meter, 1,30 Meter oder eben eine Breitablage von 2,40 Meter und vielleicht ein bisschen höher erreichen. Wie erreichen wir das? Wir haben hinten in dem hinteren Bereich Leitbleche, die wir verstellen können, eben entsprechend über die jeweiligen Schritte, so dass wir entweder den Durchgang hier vorne in der Mitte breiter oder schmaler machen können, so dass wir wirklich das Schwatt zwischen die Schlepperreifen und die Schlepperspur ablegen können. Super.
Und dann hatte der Nikolas ja noch was von reduzierter Motordrehzahl gesagt. Und das ist hier ganz besonders an dem Frontmähwerk. Wir können, das hat einen Keilriemenantrieb der Mähscheiben oder überhaupt des Mähbalkens. Und wir können durch Tauschen der Riemenscheiben eben das erreichen, wenn er mit reduzierter Motordrehzahl spritsparend fahren möchte, tauschen wir die Riemenscheiben eben entsprechend und kriegen dann immer unten an dem Bereich der Mähscheiben immer die gewünschte Drehzahl an, auch bei Arbeit mit reduzierter Motordrehzahl. Okay, cool. Und zu dem Frontmähwerk haben wir auch noch ein Heckmähwerk. Ja. Hast du da auch noch ein paar Besonderheiten, die du uns zeigen kannst? Ja, klar. Wir haben da hinten noch ein paar Besonderheiten. Gehen wir mal einfach nach hinten. Wie gesagt, das ist das DM3032. Diese Baureihe gibt es von 2,84 Meter bis knapp 4 Meter Arbeitsbreite. Das sind entsprechend vier Modelle. Wir haben einmal auch bei diesem Mähwerk, das fährt jetzt mit einem Antrieb von 1000 Umdrehungen, die Möglichkeit durch Tauschen des Getriebes. Hier einmal kann man das sehr schön sehen, einmal 1000 Umdrehungen oder 540er. Wir können das Getriebe tauschen, in die andere Kulisse einbauen und dann können wir entsprechend auch auf Wunsch mit 540 Umdrehungen fahren. Das ist serienmäßig bei der Maschine bei. Und was wir noch haben, also einfach, das finden wir aber an allen Mähwerken in diesem Bereich bei Kubota wieder, eine absolut einfach einstellbare Bodendruckentlastung. Das ist letztendlich die Kombination aus der Spiralfeder mit dieser Kette hier. Die können wir entweder weiter oder länger machen, sodass wir entweder mehr oder weniger Bodendruckentlastung dann erreichen können. Je nachdem, was für einen Untergrund wir haben, ob weicher oder härter, so wie der Landwirt das eben entsprechend für seinen Betrieb dann machen möchte. Super. Dann würde ich sagen, wir wollen Nikolas nicht länger aufhalten. Wir sehen uns gleich nochmal und wir schauen zur nächsten Station. Ja, super. So, Christian, Mähen haben wir gesehen. Kommen wir zum Wenden. Kannst du uns hier kurz sagen, was für ein Produktprogramm du uns hier mitgebracht hast? Ja, wir haben natürlich hier einmal den klassischen Sechskreiselwender, den TE6060 mit gut 6 Meter Arbeitsbreite. Aber wenn wir zum Produktprogramm gehen, fangen wir beim Dreipunktgerät bei 4,60 Meter an und gehen nachher hin bis zum gezogenen Gerät bis 13,30 Meter Arbeitsbreite. Also das ist schon ein absolut breites Produktprogramm. Was wir auch anbieten, ist letztendlich Dreipunktmaschinen, den klassischen oder auch entsprechend mit Fahrwerkmaschinen für kleinere Traktoren, die dann eben nicht so große Gewichte dann heben können. Ne? Also für jeden was dabei. Das ist für jeden was dabei. Wichtig ist ja immer Futterqualität. Ja. Worauf können wir denn hier achten? Ja, Futterqualität und auch unterschiedliche Ansprüche der Landwirte, zum Beispiel Silage, Heu oder Heulage. Für die Bereiche haben wir unterschiedliche Kreiseldurchmesser mit unterschiedlicher Anzahl von Zinkenarmen, 5, 6 oder 7, sodass wir auf jeden Betrieb die richtige Maschine anbieten können. Und wenn du natürlich Futterqualität nimmst, ist natürlich auch hier ein Thema, dass die Maschine, gerade die Dreipunktmaschine, stabil gerade hinter dem Traktor hinterherläuft, vielleicht auch wenn ich größere Arbeitsgeschwindigkeiten habe. Dafür haben wir unsere Schwingungsdämpfer, die wirklich dafür sorgen mit diesen Reibelementen, dass die Maschine wirklich gerade hinterm Schlepper läuft und keine Haufenbildung macht. Oder auch bei der Kreiselneigung zum Thema Futterqualität. Wir haben die Möglichkeit, den Kreisel in 3 Stufen zu neigen. Unten die Achse, so dass wir auch entsprechend auf trockenes Material oder auch feuchtes Material dann den Kreisel in der Neigung einstellen können. Also für die Futterqualität ist gesorgt? Auf jeden Fall. Sollen wir noch mal zum Schwader gucken? Da können wir gerne noch mal hingucken. Auch hier haben wir einen dabei. Welchen hast du uns denn hier mitgebracht? Ja, hier haben wir den klassischen Einkreiselschwader, den RA1039 mit 3,90 Meter Arbeitsbreite. Aber das ist bei Weitem nicht unser Topmodell oder das größte Modell. Wir gehen hin vom Einkreiselschwader von 3,20 Meter Arbeitsbreite bis hin zum großen Vierkreiselschwader mit 15 Meter Arbeitsbreite. Also das ist dann schon wirklich für jeden was dabei. Oder Seitenschwader, Mittelschwader, im Zweikreiselschwaderbereich. Also das Kubota-Produktprogramm ist absolut vielfältig, was das angeht. Thema Futterqualität hatten wir eben schon beim Wender. Auch hier beim Schwader ist das ja enorm wichtig. Kannst du uns sagen, wo Kubota hier seine Schwerpunkte setzt? Ja klar, Viktoria. Auch beim Schwader ist natürlich Futterqualität enorm wichtig. Aber die Futterqualität ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Da möchte ich einmal nennen, unser Fahrwerk, Tandemfahrwerk hier an der Maschine, für eine absolut gute Bodenanpassung.
Dann oben die Kreiseleinstellung, sprich die Rechhöheneinstellung über die Kurbel, so dass ich die Rechhöhe auch optimal eingestellt kriege. Dann letztendlich die Zinkenform bei uns ein wenig gebogen, so dass der Zinken am Schwatt oder wenn das Futter den Zinken verlässt, relativ schnell am Schwatt aushebt, wir eine ordentliche saubere Schwattkante kriegen und letztendlich dann noch die Zinkenform an sich, hier so taillierte Zinken, so dass wir wirklich ein wahnsinnig gutes Futter von der Qualität her auch kriegen. Aber okay, das ist ja extrem wichtig, ja. Aber du hast ja vorhin schon mal gesagt, wir haben noch einen zweiten Punkt. Ja, und wir haben noch einen Punkt, optional das Stützrad hier am Einkreiseschwader. Der Schwader wird dann oben im Langloch gefahren, sodass er sich natürlich auch noch bewegen kann und den Boden anpassen kann. Aber das Stützrad hat folgenden Vorteil, du stellst das als Betriebsleiter einmal morgens ein auf deine gewünschte Rechhöhe, dann kannst du jeden damit fahren lassen und den Schwader eben entsprechend absenken über die Dreipunkt-Hydraulik und du hast dann immer die gleiche Rechhöhe, sprich immer die gleiche Futterqualität, die du dann entsprechend haben willst. Also wirklich schön einfach zu bedienen. Ja. Und so einfach zu bedienen wie unsere Anbaugeräte sind natürlich auch unsere Traktoren. Und deshalb schauen wir uns jetzt nochmal den M6 an. Mal schauen, was Nikolas uns zu erzählen hat. Mensch, Nikolas, unser neuer M6002. Du sagst ja immer, es ist die eierlegende Wollmilchsau. Kannst du uns den Trecker kurz vorstellen? Egal, wo man die Maschine einsetzt, ist das wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Hier jetzt im klassischen Einsatz mit dem Frontlader, Wickler hinten dran. Das heißt, zwei Arbeiten werden gleichzeitig durchgeführt. Das funktioniert, weil diese Maschine auf kleinstem Raum enorm wendig ist. Ja, ich kann mir den Ballen auf den Wickler holen, fahre mit meinen 4,5 Meter Wenderadius zack zum nächsten Ballen. Das heißt, ich brauche gar nicht viel Überfahrten machen, kein Vorwärts-Rückwärts manövrieren. Das Ding ist so wendig, kommst an jeden Ballen dran. Das ist das eine. Das andere ist, dass neben dem B-Speed die serienmäßige Axialkolbenpumpe mit 115 Liter es eben möglich macht, dass ich wickeln kann und den Frontlader gleichzeitig bediene und kein Manko in der Lenkung habe. Die Lenkung bleibt seidenweich und butterweich zu bedienen. Das ist einfach cool. Ne? Und du hast eben gesagt B-Speed. Kannst du uns mal erklären, was genau das ist? Ja, also B-Speed, Kubota, absolutes Alleinstellungsmerkmal. Wir verändern Lenkeinschlag gesteuert den Allradvorlauf, nicht mehr und nicht weniger. Ja? Denn je weiter ich halt einlenken kann, wir können besonders weit einlenken, weil wir halt die portale Vorderachse haben, mit der halt tatsächliche Lenkeinschläge bis zu 50 Grad möglich sind, haben wir im Grunde auf dem Kurveninneren Rad zum Kurvenäußeren Rad eine große Differenz und da schalten wir halt, wie gerade gesagt, Lenkeinschlag abhängig einen höheren Allradvorlauf auf. Das Ganze ist ein Lastschaltgetriebe, funktioniert verschleißfrei und das kann ich nicht nur im Acker einsetzen, sondern wie jetzt gleich hier auch zu sehen, im Grünland, ohne dass mir die Grasnarbe dabei kaputt geht. Super Sache. Und dadurch wird der Traktor quasi eng rumgezogen und Wir sparen noch mehr Wenderadius als eh schon. Ja, genau. Super. Dann würde ich sagen, wir wickeln mal was, oder? Und damit wir auch gucken können, was du erzählt hast. So machen wir es, der Beweis kommt. Damit wir auf unserer Traktour den ganzen Tag alle Arbeitsschritte zeigen können, haben wir jetzt schon ein paar Ballen vorbereitet und jetzt ja auch schon angefangen mit Wickeln. Und vielleicht würdest du uns einfach noch ein paar Infos zum Wickler geben. Ja, zum Wicklerprogramm von Kubota. Wir haben im Kubota-Bauprogramm Dreipunktwickler hier mit den hydraulisch angetriebenen Walzen, die letztendlich den Ballen führen. Beide Walzen sind angetrieben hier. Wir haben aber auch weiterhin noch Drehtischwickler, das heißt ein Tisch, wo der Ballen drauf liegt, von 4 Riemen geführt mit Satellitenantrieb oder entsprechend, dass der Tisch sich dreht.
alle Wickler haben einen 750 mm Vorstrecker, das heißt die Folie ist 750 mm breit. Wir haben hier entsprechend Aluminium-Vorstreckerwalzen, so dass die Folie auch sauber abläuft. Was wir an diesem Wickler noch haben, ist eine schöne Führungsrolle, einmal A auf dem Boden. Wenn ich den Wickler auf den Boden stelle, wird er hier über die große Rolle geführt oder kann sich da schön aufsetzen. Aber auch der Ballen, wenn er gewickelt wird, wird hier am Ende über die zwei Führungsrollen schön in Position gehalten, dass er wirklich auch sauber eingewickelt wird. Super, also nicht nur für die Traktur gut, sondern auch für den Landwirt zu Hause. Ja, auf jeden Fall, deswegen haben wir ihn ja mit bei der Traktur. Super, Christian, vielen Dank. Ich schaue jetzt zu Thomas, der wartet schon und wir sehen uns später. Ja, viel Spaß, Viktoria. Danke, tschüss. Ciao. So, Thomas. Hallo, Viktoria. Ich würde sagen, bevor wir uns den Schlepper näher angucken, düsen wir erstmal eine Runde, oder? Gut, nimm Platz in meiner geräumigen Kabine. Guck mal, ausreichend Platz für uns beide. Vorragend. Thomas, wir sind hier mit unserer M5002 Baureihe unterwegs, die von 90 bis 115 PS geht. Kubota Vierzylindermotor, Abgasstufe 5. Was sind denn deine Highlights der Maschine? Meine Highlights in dieser Maschine oder für diese Maschine sind das geringe Eigengewicht von 3 Tonnen, die hohe Nutzlast von 3,6 Tonnen, die hohe Hubkraft von 4 Tonnen. So kann ich den Schlepper sowohl im Grünland als auch für Pflegearbeiten im Ackerbau hervorragend einsetzen. Ja. Die geräumige Kabine, serienmäßig mit Klimaanlage, 36-36 Getriebe, eine Lastschaltstufe, alles übersichtlich mit Lenkradverstellung, Wendeschaltung. Alles, was man braucht, ist hier vorhanden. Also viele kleine Details auch, die das Leben einfacher machen. Und ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt zum Schluss noch. Genau, mein wichtigster Punkt ist die Portalvorderachse mit 55 Grad Lenkeinschlag und der enormen Wendigkeit. Und das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe da was vorbereitet für dich. Sehr schön. So, um euch jetzt zu zeigen, wie wendig und ruhig unsere Maschine läuft, haben wir uns eine Kleinigkeit überlegt. Hierzu haben wir ein Parcours aufgebaut. Und um Thomas mal richtig zu challengen, haben wir hier ein Tablett mit vollen Wassergläsern. Und wir wollen mal schauen, ob Thomas es schafft, den Parcours zu durchfahren, ohne was zu verschütten. So, Thomas, gib alles. So, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Es sah ja hier erstmal ganz gut aus. Mal schauen, ob das auch im Ergebnis sich widerspiegelt. Und Thomas, was sagst du? Das sieht doch gut aus. Ich würde auch sagen. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, warum die M5002 Baureihe so wendig ist, wie sie ist. Genau, würde ich dir gerne direkt an der Achse zeigen. Wie du siehst, haben wir hier eine Kubota-eigene Portalachse mit einem doppelten Kegelantrieb, in Ölbad laufend, wartungsarm und verschleißfrei mit einem Lenkerschlag von 55 Grad, was in dieser Klasse außerordentlich ist und nahezu einzigartig. Und ergänzend dazu erreichen wir dadurch ja auch noch eine sehr hohe Bodenfreiheit.
Richtig. Die auch sehr gut ist. Genau. So. Sowohl im Grünland als auch bei Pflegearbeiten im Getreide oder in Kartoffeln. Und jetzt hast du eine Challenge ja schon gut geschafft. Ich habe mir aber noch eine für dich überlegt. Und dafür gehen wir zu meinem Lieblingsschlepper, dem M4003, und schauen mal, ob du die auch so gut schaffst. Okay. Los geht's. So, Thomas, jetzt sind wir hier am M4003. Deinem Lieblingsschlepper. Und du als guter Vertriebler, für dich habe ich mir was überlegt. Du kriegst jetzt eine Minute Zeit und versuchst, möglichst viele Argumente für unseren M4003 aufzuzählen. Wie soll ich denn die in einer Minute hinkriegen? Gib alles. Okay. Achtung, bist du bereit? Ja. Vorbereitet? Eins, zwei, los. Okay, hier die einteilige Motorhaube, der Wartungszugang, der einfach für Batterie, Kühler, Vierzylindermotor, vier Ventile, 3,3 Liter, Stufe 5 mit der Abgasnorm integriert in die Motorhaube, Portalvorderachse, hohe Bodenfreiheit, 55 Grad Lenkeinschlag, sehr wendig, der Schlepper ist sehr leicht, 2,5 Tonnen Eigengewicht, hohe Nutzlast, Kabine mit breitem Einstieg, hydraulische Wendeschaltung, Klimaanlage serienmäßig, Fenster für die Freisicht, fußbedienbare Lenkradverstellung, Getriebe 36-36, 10 Sekunden, 3 Hydraulikventile, 2 serienmäßig, 1 Zubehör, Stopp! Beifahrersitz. Erzähl nicht mehr. Nein, leider nicht. Sehr schade. Aber ich finde, du hast viele Argumente schon gefunden. Ja. Ich denke, es gibt noch viele, viele mehr. Aber wer die gerne noch alle erleben möchte, kann uns gerne auf einem der nächsten Stationen auf unserer Traktur besuchen kommen. Oder auch gerne auf allen kommenden Messen oder beim Vertriebspartner direkt vor Ort nachfragen. Oder auf YouTube. Oder auf YouTube. Thomas, vielen lieben Dank. Ich werde jetzt mal weiterschauen und schauen, was Nikolas in der Zwischenzeit gemacht hat. Wir sehen uns später. Sehr gerne. Danke, Thomas. Tschüss. So, ich nehme euch jetzt mit. Wir düsen mit unserem RTV X1110 einmal zur nächsten Station. Hallo Victoria. Ich wollte noch mal nach euch gucken, kurz vor Feierabend. Ja, schön. Magst du uns noch was zu den Pressen erzählen? Ja, klar. Ich komme mal runter, Victoria. So. Ja, Victoria, Kubota Rundballpressprogramm. Der hat natürlich ein komplettes Programm mit Festkammerpressen, variablen Rundballpressen, so wie sie hier vor uns steht, die BV5160 mit 1,60 Meter Ballendurchmesser. Da gibt es noch eine größere Version mit 2 Meter Ballendurchmesser, beginnend vom Minimum 60 cm Ballendurchmesser. Und natürlich haben wir auch das ganze Programm als Presswickelkombination, so dass wir in einem Arbeitsgang pressen und wickeln können. Und wir haben ja auch noch eine Besonderheit.
Ja, eine Besonderheit, da kommen wir gleich drauf, das ist Traktor Implement Management, die sogenannte TIM-Funktion. Aber vielleicht sollten wir uns vorher kurz noch über die Pickup oder das Schneidwerk unterhalten. Wir bieten an, einmal das 14-Messer oder 25-Messer Schneidwerk mit Einzelmessersicherung, absenkbaren Schneidwerksboden, so dass im Falle einer Verstopfung letztendlich du den Schneidwerksboden absenken kannst, den Stopfer durchschieben kannst in die Presskammer rein und dann entsprechend weiterpressen kannst. Und hier bei den variablen Rundbeinpressen haben wir die Möglichkeit, drei Dichtezonen einzustellen, sprich einen weichen Kern bei entsprechend Heu und dann eben nach außen hin dichter zu werden. Ja, und ausgestattet ist sie natürlich mit drei Endlosriemen. Aber ich denke, Nikolas wird dir zur TIM jetzt im Trecker mit Sicherheit noch mehr erzählen können. Dann schaue ich mir das mal an. Danke, Christian. Ciao. Ja, Nikolas, Christian hat es gerade gesagt, Traktor Implement Management. Kannst du uns da vielleicht ein paar Grundsätze mal zu erzählen? Ganz grundsätzlich, Traktor Implement Management bedeutet, das Anhängegerät sendet Signale an den Traktor, woraufhin der Traktor beispielsweise die Fahrgeschwindigkeit ändert, die Motordrehzahl ändert, Hydraulikfunktionen ausübt und somit wird halt die Bedienung, in dem Fall der Rundballenpresse, und eins sei gesagt an der Stelle, Kubota ist der erste Hersteller, der aus einer Hand Traktor und Anbaugerät mit der TIM-Technik ausstattet und anbieten kann. Abgesehen davon fällt auf, dass wir eine sehr umfangreiche TIM-Technik haben. Das heißt, wir haben viele Funktionen, die hier von der Presse an den Traktor und andersrum halt kooperieren und miteinander kommunizieren und die Arbeit halt extrem leicht macht. Wir haben hier ein bisschen Technik im Traktor hängen, Victoria. Siehst du, du hast auch bei uns an der Station hinten gesehen, da steht ein Monitor. Und wir machen das jetzt hier im Zuge der Traktur, so dass wir halt das, was hier oben der Fahrer oder das Wenige, was der Fahrer macht, im Grunde über eine Onboard-Kamera an unsere Station senden, sodass auch viele Teilnehmer und Zuschauer, die hier uns besuchen, halt das Ganze beobachten können. Ich würde es dir gerne einfach mal in der Praxis zeigen. Sollen wir losfahren? Super, gerne. Du zeigst es den Zuschauern und nimmst unseren Kameramann mit, damit die Zuschauer möglichst viel sehen. So machen wir es. Super, viel Spaß. Sauber. Ist das System bereits schon mal miteinander verbunden und wir führen einen Neustart der Maschine wie gewohnt durch, muss nur noch einmal die Verbindung zwischen dem TIM-Gerät und dem K-Monitor bestätigt werden. Das Symbol erscheint hierzu unten links. Den entsprechenden Taster für 3 Sekunden gedrückt. 1, 2, 3 Sekunden, bis das Symbol auf dem Monitor verschwindet. Wir gehen auf die Presse. Nun erscheint auch hier das TIM-Verbindungssignal. Das bestätigen wir nochmal. TIM Quick Start heißt es. Also die Hydraulik, die Zapfwelle und die Fahrgeschwindigkeit. Die Authentifikation ist erfolgt und man sieht hier unten im Überblick nochmal, welche Verbindungen bereits hergestellt sind. Hydraulik ist da, Zapfwelle, Signal kann aufgenommen werden, Fahrgeschwindigkeitssignal fehlt noch. Einschalten der Zapfwelle. Und nun Fahrtrichtung vorwählen und wir können beginnen. Einmal noch bestätigen und wir erkennen die gewünschte Fahrgeschwindigkeit, die Zapfwellendrehzahl, sehen jetzt hier, dass die Presskammer so gut wie voll ist. Er erkennt die volle Presskammer. Das Fahrzeug bleibt automatisch stehen, er beginnt automatisch mit dem Netzeinschuss. Wir sehen jetzt hier den Fortschritt der Wicklung. Nach Stoppen der Netzwicklung wird die Heckklappe geöffnet, der Ballen verlässt die Presskammer und zum Widerstart ist entweder das Fahrpedal einmal kurz zu drücken oder nochmal der schon erwähnte TIM-Knopf einmal zu drücken. Und schon ist ein kompletter Arbeitszyklus abgeschlossen. Nochmal kurz zur Erläuterung, was wir auf dem Bildschirm sehen. Wir fahren mit der TIM-Fahrgeschwindigkeit und das Ganze in dem Vollautomatik-Modus. Wir sehen hier den Fortschritt der Presskammerfüllung und können
uns hier auch natürlich beim Pressen noch ein bisschen mit der Rechts-Links-Füllung orientieren, um einen gleichmäßigen Ballen sicherstellen zu können. Und bis zum Ende des Schwatz haben wir die Presskammer wieder gefüllt und die Maschine bleibt stehen. Wieder beginnt das Ganze von vorne. Netz wird eingeschossen. Netzfortschritt ist zu erkennen. Heckklappe öffnet vollständig automatisch. Ballen wird ausgeworfen, Heckklappe wird geschlossen. Und alternativ kann über ein einfaches Signal auf das Gaspedal nun die Fahrt fortgesetzt werden. Ja, Tim läuft. Einfach easy zu bedienen. Hoher Fahrkomfort und wie ich sehe, die Vicky ist auch schon wieder weiter. Naja, das auch so viel von meiner Seite. Hören wir mal, was Vicky zu sagen hat. So, damit sind wir am Ende unseres Rundgangs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck unserer Traktur bekommen. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns auf den nächsten Stationen nochmal besuchen kommen würdet. Besucht dafür einfach unsere Website, da sind alle wichtigen Informationen drauf. Solltet ihr weitere Fragen zu unseren Produkten haben, könnt ihr auch gerne direkt beim Vertriebspartner vor Ort nachfragen. Damit verabschiede ich mich für heute und freue mich aufs nächste Mal, wenn wir euch unsere Kommunal- und Rasenmäher vorstellen. Vielen Dank, bis dann, tschüss!